Als Zentrum für moderne Kunst im Unterland sieht sich auf einige Wochen das Casino Kitzbühel, bei der nun schon 6. Kooperation mit dem Verein Kitzbühel aktiv. Bei dieser Vernissage präsentierte sich der in Aurach lebende Künstler Christian Gikas auf der Basis einer sehr soliden Ausbildung, nämlich der als Bürokaufmann und auch als Restaurationsfachmann, begann Gikas erst vor circa 8 Jahren mit dem Malen, hat aber in den Lauf der Jahre seinen Weg gemacht und hat damit Erfolg. Unter dem Titel Konkret Abstrakt sind derzeit Bilder von Christian Gikas im Kitzbüheler Casino zu sehen. Wenn man sie so umschaut, dann sind die Bilder, die du ausstellst, aber eher abstrakte Bilder. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen konkreter und abstrakter Kunst? Konkreter und abstrakter Kunst ist deswegen, ich weiß genau, dass das Gegenwort von konkret ist abstrakt und das Gegenwort von abstrakt ist konkret. Nur habe ich das, weil ich im Künstlerbier so gesehen, dass ich einfach konkret abstrakt meine. Das Konkrete ist eigentlich eher auf das bezogen, dass ich konkret abstrakt meine und deswegen hat es ja das Wort Konstrakt gegeben. Auf das bin ich eigentlich, ich wollte einfach einen super Namen für meine Vernissage haben und es ist, wie man es auslegt, es kann einer sagen, ja, es ist, ich lese das und ich lese das, aber ich sage konkret, ist für mich einfach genau abstrakt. Auf den Weg hin, ich will es einfach konkret, ich will es nicht anders, ich mache nichts. Zu Gast auf der Vernissage ist auch der neue Bezirkshauptmann Michael Berger. Herr Berger, was haben Sie denn für einen Bezug zur Kunst? Mein Bezug zur Kunst ist der eines künstlerischen Laien, der allerdings in den letzten Jahren ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Mein Bezug zur Kunst beruht auf Gefühl und weniger auf Wissen. Die Ausstellung trägt den Titel Abstrakt konkret. Wie konkret muss denn Kunst sein, beziehungsweise wie abstrakt darf sie sein, damit sie Ihnen gefällt? Ich habe hier einen kleinen Entwicklungsprozess durchgemacht und war ursprünglich der Meinung, wie viele andere Menschen auch, dass Kunst sehr viel mit Handwerk zu tun hat. Mittlerweile glaube ich, dass sich die Grenzen der Kunst nicht definieren lassen und Kunst wirklich dann vorhanden ist, wenn jemand fühlt und sagt, irgendetwas ist Kunst. Wir haben einige Künstler in Kitzbühel. Glauben Sie auch, dass wir das richtige Publikum für Kunst haben? Ich glaube schon, dass das richtige Publikum für Kunst da ist, weil Kunst sollte kein Minderheitenprogramm sein, sondern Kunst sollte für alle da sein, in welcher Form auch immer. Und abschließende Frage, wie gefällt Ihnen die Ausstellung hier im Casino? Die Ausstellung gefällt mir ausgezeichnet, weil mir moderne Kunst generell sehr gut gefällt. Das heißt, du hast vorhin vor deiner Arbeit, bevor du beginnst zu malen, schon eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie dein Bild einmal ausschauen soll? Ich sage aber, ich weiß ganz konkret, dass ich es nicht weiß. Das ist eben das Konkrete. Das, ich, ich, ich,
ich mache das konkret, dass ich mir einfach vor das Büdel hinstelle und einfach mal. Und dann mache ich was, mache vielleicht 4, 5 nebeneinander und dann mache ich wieder weiter. Und das aber eben im Konkreten, ich denke mir nichts dabei, nur ich tue mit den Farben arbeiten. Und eben gesagt, konkret ist eigentlich echt nur. Es klingt halt, das Konstrukt war super, wenn der Name einmal irgendwie inwuscht. Interessant und mutig, wenn einem ein Künstler zugibt, dass er nichts denkt während der Arbeit. Und es kommen dann aber trotzdem großartige Bilder heraus, so wie das Bild, das wir ja gerade hinter dir sehen. Was kannst du uns zu diesem Werk sagen? Was ich da sagen wollte, dass ich nichts denke, ist ein Blödsinn. Ich denke schon was. Wir arbeiten die Form zusammen. Nur mit dem, was ich sage, mit Denken, durch das, dass ich abstrakt bin, ich brauche mir nicht denken, wie mache ich jetzt da das Hausdach oder mache die Seiten oder wie mache ich die Perspektive. In dem Sinn meine ich, denke mir nichts. Ich denke mir schon, wer die Form zusammensetzt. Das ist genauso das eben mit dem da hinten. Es braucht so lange, ich arbeite so lange, bis man vorkommt, jetzt passt es. Und das hat genau zu dem Zeitpunkt passt, wie es jetzt auch schon. Was sagt dieses Bild für dich aus? Was das für mich aussagt? Konstrukt einfach. Das ist einfach. Quasi sowieso jeder bei meinen Büdern feststellen, was er sich denkt. Deswegen habe ich auch keine Namen. Es gibt keine Namen und du hast auch keine Wunschvorstellung davon, was sich die Betrachter denken sollen, wenn sie deine Werke betrachten. Deswegen habe ich auch keinen Namen, weil jeder so sich. Ich bin oft fasziniert, was Leute sehen drin in meinen Büdern. Und ich sehe auch eigene Sachen. Ich arbeite aber nicht deswegen darauf hin, dass ich was sehe, sondern. Es geht echt mehr um die Form und um die Technik und alles. Und im Endeffekt sieht man halt dann was. Und das ist natürlich super. Das ist das, was mich so also reizt an meiner Kunst. Jetzt momentan haben die Kitzbühlerinnen und Kitzbühler die Möglichkeit, deine Bilder im Casino Kitzbühel anzusehen. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, denn du hast jetzt auch dein eigenes Atelier. Ja, mein eigenes Atelier ist drin in Aurach, Pastornstraße 64. Und es ist natürlich jetzt zur Zeit einmal ein bisschen leer, weil ich natürlich da einen Haufen wieder aufgehängt habe. Bin aber fest beim Weitermalen. Nur da bin ich eigentlich halbwegs zu erreichen und es steht auf meinen Visitenkarten, Einladungen, überall meine Telefonnummer. Wenn jemand einmal vorbeischauen will, kann ruhig vorbeischauen und dann reden wir ein paar Wörter. Und dir auch beim Malen zuschauen? Ja, das eigentlich nicht, weil ich glaube auch nicht, dass das jemanden interessiert. Weil erstens einmal kann ich nicht sagen, ich male jetzt. Ich male, wenn ich genau drauf bin. Wenn ich sage, jetzt ist am Abend einmal dann. Und wenn ich sage, um früher noch mal da, das kann ich nicht sagen. Aber eigentlich nicht unterleitet. Wie kann schauen mal. Also wenn es sein muss, dann wird gemalt, egal wie spät es ist. Kann man sagen, wie lange du im Durchschnitt an einem Bild sitzt? Im Durchschnitt, das ist eben das, weil ich viel Bilder anfange und arbeite viel später. Wenn man bis es fertig ist, kann es 1-2 Monate dauern, es kann 1 Monat dauern, es kann 4 Monate dauern. So ungefähr. Kann man so ungefähr sagen. Ja. Aber einen Monat brauche ich mir sicher dazu. Bis fertig ist, aber halt aufgeteilt. Auf 4 Monate vielleicht. Aber die Zeit habe ich auf einen Monat gebraucht.